Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Goebbels Space Program. In der letzten Folge haben wir hier unseren Tanker gebaut, der zum Mann fliegen soll und unseren Alpha Centauri V2 auftanken muss, damit wir mit dem weiter fliegen können in Zukunft. Und jetzt muss der noch schön verpackt werden und für den Flug ready gemacht werden, damit der überhaupt mal dahin kommt, wohin soll. Bedeutet, wir müssen jetzt die Verpackung bauen. So. Das ist die Frage bloß mit was? Was ist das? Procedural Holo Payload Adapter Ring. Verstehe ich das richtig? Der passt sich an. Was macht der denn? Genau. Oh Gott, no way! Zu klein. Ich hasse es jetzt schon. Warum darf ich die Größe einfach nicht anpassen? Komm schon, ich brauche was Großes. Ich wette, ich kann da... Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich habe nicht ehrlich gesagt keinen Plan, wie genau wir das hinkriegen. Ach. Ja, warte mal, das war das hier. Da wollte ich einfach nur... Nein, ah, fuck. No, Mantel wollte ich deaktivieren. So. Genau, das muss jetzt hier verpackt werden. Und am besten tun wir noch über irgendwie Straps da dran. So macht man das normalerweise nicht, meine Freunde. So macht man das nicht. Das ist eine ganz, ganz blöde Idee. Aber irgendwie muss das Ding hier halten. So, und dann... Muss drunter... Oh Gott, das wird... Katastrophe sehe ich schon kommen. Das wird doch eine pure Katastrophe. Nee. Da hatten wir irgendwie größere Tanks. Machen wir halt einen größeren Tank draus. So. Ich brauche einen heftig brutalen Weltraumantrieb. Sowas zum Beispiel. Was frisst das? LH2. LH2. Was ist denn LH2 jetzt schon wieder? LH2, da haben wir es doch. Wie viel? Was bringt mir das? Was? Das ist doch komplett... Also ernst? Das brennt ja so viel, dass der Schub schon unnötig ist. Das ist ja nicht mehr funny eigentlich. Okay, die haben auch nicht so viel Schub, wie ich gerne hätte. Ja, Hupschi! Was willst du nochmal? Monotreibstoff. Woher nimmst du den Monotreibstoff? Ja. Das macht dann irgendwie auch teilweise einfach fertig, wenn man so überlegt, so, wie soll das funktionieren? Wieso, weshalb, warum? Wieso sind wir hier? So. Wenn ich jetzt hier einen normalen Treibstoff reinpumpe. Ah, Mann!
Kann doch nicht so schwer da oben sein, oder? Okay, was ist, wenn wir wieder eine Custom Design auf 5 Meter umbauen? Das schaut wahrscheinlich mega beschissen aus, aber hey. Dafür sind wir da. Count. Ich denke, das ist wieder. Oh. Das ist 375 oder sowas. 375 auf 5 Meter in der Länge einstellen. Perfekt. Dann kommt noch ein Liquid Tank. Der wird gleich mal im Diameter auf 5 gesetzt. In die Länge nochmal auf 4. So. Oder so machen wir das. Das soll passen. Und dann brauchen wir wieder einen Verteiler, weil bei den großen Dingern geht ja nichts anderes. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? 5 Meter. Wir machen mal einen Triple-Antrieb. Walrus-Antrieb. Das Walrus hört sich interessant an. Es gibt's, kriegt mal eine Chance. Walrus mit hohen Zündungen. Nicht so cool. So. So, jetzt haben wir hier 700 MS und 1,95. Das hört sich schon mal besser an. Ne, ich wollte eigentlich die Hülle auf nichts ändern. Ich habe also das Gefühl, als ob das überstehen würde. Die ganzen Antriebe stehen über... Ey, Leute! Vierfach Vieren. Das wird ja trotzdem noch gut funktionieren, oder? Ja, 0,9, das sollte passen. Das sollte passen! Mittelkurz, dann brauche ich wieder einen Procedural Liquid Tank. Wieder auf 5 Meter ausbauen. Jetzt gehen wir mal so auf 20 Meter. Bekommt unten wieder einen Adapter dran. Zack. Zack. So voll wie es geht fürs Erste. Und dann schauen wir mal, was wir da schon für Antriebe hätten für heute. Wir könnten hier mal mit der wieder probieren. So. Da müssen wir wahrscheinlich wieder die Menge runter reduzieren. Machen wir mal einen 4x6er. Das schaut gar nicht schlecht aus. Machen wir auf hohe Leistung. Geben natürlich noch den Standardtext dazu. So. Das wäre jetzt so der Startantrieb. 1500. Hört sich nicht schlecht eigentlich an. Können wir aber besser. Wir machen hier nochmal, würde ich sagen, Meter Diameter. Wäre vielleicht ein bisschen blöd. Nur mal so. Bisschen was drauf. So. 1800 MS. Und als Grünen das oben drauf. So als X-Pünktchen. Setzen wir außen nochmal Triebwerke hin. Die eine Stufe davor sind. So. Das kann dann mit dem hier mitgezündet werden. Das kommt hier rein. Dann haben wir 1,93. Und dann können wir nochmal auf 35 Meter verlängern wahrscheinlich. Haben 2200. Ach komm, schön übertreiben. 40 Meter. 45. Komm, wie weit geht's? Alter. Übertreiben mein Vater. Holy shit, Balls. Vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen runtersetzen. So. Eigentlich müsste doch dann das hier gezündet werden, das hier unten gezündet werden, ne? Wenn ich da nicht ganz falsch liege. Klack abkoppeln, genau. Und dann werden die gezündet.
Dann kriegt das Ganze noch eine Fähre außenrum. Zack. Ja, das ist Big Tanker. Big Tanker, Tanker, Tanker. Oder? Speichern und einfach auf die Startbahn. Raus damit jetzt. Ich mag gar nicht wissen, wie schwer das eigentlich ist. Holy shit. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe sicher irgendwas wieder vergessen. Irgendwo habe ich wieder was vergessen. Es kann ja nicht sein, dass ich es nicht vergessen hätte. Das wäre ja ein Wunder. Habe aber die Vermutung, dass ich nichts vergessen habe. Das kann aber nicht sein. Da wäre ja irgendwas dann falsch. Ich rieche es. Da ist ein Fehler. Riech den auch? Hatten wir echt jemals schon eine Rakete, die ich nicht mindestens einmal zurückhaben holen müssen, weil ich was vergessen habe? Ich habe eine Batterie, ich habe Solarpaneele, ich habe Funk, ich habe RCS, ich habe ein SRS-Modul und Staging passt. Hört sich also gar nicht mal so schlecht an. Es ist mal wieder Nacht, ich schaff's mal immer in der Nacht auch zu starten, aber... Nacht, mein Vater, ab geht's. Bis unter die Wolken! Wuhu! Alter, beim Space Center ist halt mal so richtig low bei der Größe der Rakete hier. Zoom raus und du siehst das Teil immer noch. Also doch nicht so wirklich Speed drauf, kann es sein? Warum sagt es mir keine MS an? Das ist jetzt eine Frechheit. Frechheit. Das ist aber mal... Bisschen übertrieben. Aber so können wir halt große Sachen rein theoretisch auch in den Orbit schicken, um halt größere Missionen zum Mars zu schicken. Oder halt zu tun an diesem. Weil ich rede immer vom Mars, weil ich habe roter Planeten Mars. Ah, schaut euch das mal an, mit dem Grafik-Modpack haben wir natürlich überall auch wieder Städte in der Nacht, ne? Das macht auch schon was aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir verdammt langsam sind. Oder ist es einfach nur, weil die Rakete 3 Kilometer hoch ist? Was ist denn das da im Himmel? Und halt, deswegen ist alles noch um einiges langsam ausgestattet, wenn du so ein Mini-Ding losschickst. Wir können ja auch mal so eine Mini-Probe in der nächsten Folge losschicken, die wir einfach wirklich ganz klein packen. So eine Probe mit einer Antenne oben drauf und allem drum und dran. Und drunter ein Booster, ein Fetter, der das Ding in den Orbit schießt, ohne irgendwelche Schutzmechanismen, einfach mit so einem leichten Dreh in den Wings, dass das Ding losspinnt, nach oben ballert und dann sozusagen Tieffunksysteme erzeugt. So. 200 ms pro Sekunde, 300 ms pro Sekunde auf einer Höhe von 7 Kilometer. Und ich habe das Gefühl, wir schweben fast in der Luft, weil das Ding einfach extrem langsam ist. Aber ich weiß nicht, erscheint es bloß einem so oder... What's wrong with you? So, 10.000. Ich gehe weiter auf die Biegung ein. Ich höre da irgendwas im Hintergrund. So ein Tschüss, 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 Tschüss. Ich glaube, ich werde langsam echt verrückt. Ich habe schon so viel Kirby Space Program gespielt, dass ich einfach verrückt werde. Ich werde verrückt, meine Freunde. Verrückt! Nope, nope, nicht abdrehen. Auf Kurs bleiben. Wir müssen auf denselben Orbit noch kommen. Wie unser Alpha Centauri. So. Wie schaut es mit dem aktuellen Status aus? Schaut gut aus, wir gehen noch flacher.
Sollte aber gut passen jetzt schon, ne? So eine Flugbahn schaut das gar nicht schlecht aus. Wir haben 50.000 Apo-Apsis. Also schaut echt nicht schlecht aus, grundsätzlich. Schauen wir mal, wir machen jetzt hier mal einen Test. Wir fliegen jetzt ja echt flach. Aber dadurch kriegen wir hoffentlich unseren Orbit auch dezent höher. Also auch unseren Periapsis. Und das schon relativ frühzeitig. So, nächste Stage ist eröffnet. Geht jetzt in die komplette Horizontale über. Ist aber jetzt nicht mehr so schön zu steuern wie davor. Ganz ehrlich, also nicht so schön wie davor. Das ist anders schön jetzt. Aber die Stage ist grundsätzlich auch dazu da, die nochmal ein bisschen höher zu boosten. Einfach um eine höhere Startposition auch zu erreichen, weil es ist ja hier tendenziell wurscht, der Rest. Es geht einfach nur darum, dass du stabil bist. So. Der Periapsis steigt auch schön brav weiter. Alle beide steigen schön. Das wird nicht schlecht. Das wird nicht schlecht. Nee, das wird nicht. Nee, das wird super. Das wird fein. Das wird ganz fein, denke ich. Ich würde stoppen die Antriebe, wenn wir bis zu 90.000 so kommen. Wir haben die 90. Dann warten wir ganz kurz. Vielleicht finden wir auch noch den Sonnenaufgang. Wer weiß es. Weil da vorne scheint es ja zu leuchten sogar. Hier ist die 80. Die 85. Und es scheint immer weiter. 87. Ausrichten müssen wir uns wieder. Jettison Fairing. Und nochmal der Vollboost. So. Das Ding schießen wir jetzt hoch. Schön weit rauf in die Atmosphäre und den Periapsis schön in die Höhe. Okay, jetzt wird der nächste. Die ist nicht auch böse, die Stage. Die ist echt böse auch. So. Wie gesagt, es braucht auch grundsätzlich viel Treibstoff, aber Hauptsache ist ja erstmal, dass wir aus der Atmosphäre rauskommen und dann uns im Orbit neu positionieren können, um zum Mann zu fliegen. So. Jetzt können wir. Ich muss das in Zukunft echt mal auf die Hotkeys legen. Weil ich vergesse das immer. Ich habe immer das mit per Hand gemacht. Aber wenn man halt so Großprojekte macht wie jetzt zum Beispiel, dann merkt man schon, dass man dezent dumm ist ein bisschen. Wenn man das dauernd die ganze Zeit mit Hand macht, weil what the fuck, wenn du so 20, 30 Solarpaneele hast, wie willst du die bitte schön die ganze Zeit ausfahren? Außerdem müssen wir dann mit Kühlung bearbeiten. Das ist natürlich auch 1,92 EC alleine pro Sekunde braucht. Nur die Kühlung. Nur die Kühlung. Nichts anderes. Nur die Kühlung. So,
Ja, man macht jetzt irgendwas. Das wendet schon, okay, gut. Bedeutet, das funktioniert auch. Stellen wir es mal in die Sonne. Das verstehe ich in letzter Zeit nicht. Irgendwie, hier ist ein Bug. Seht ihr das? Dann werde ich wieder zurückgebracht. Ich kann nicht coole Verfolgungsfetische. Was? Verfolgungsbildchen machen. So, jetzt stellen wir den so hin, dass der da ein bisschen tanken kann. Weil, meine Freunde, diese Folge ist auch schon vorbei. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles unbedingt einen Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.